Wenn man getauft ist, bleibt man doch getauft. Ja, stimmt. Die Taufe ist unumkehrbar. Wer einmal getauft ist, bleibt immer getauft. Dennoch kann man aus der Gemeinschaft der Kirche austreten. Man kann sich distanzieren. In Österreich funktioniert das nach staatlichem Recht. Ein Kirchenaustritt vor der staatlichen Behörde. Aber er hat natürlich auch kirchliche Konsequenzen. Er drückt aus, ich möchte auf Distanz gehen, ungeachtet meiner Taufe, die bestehen bleibt. Eine Analogie dazu ist das Familienleben. Verwandte bleiben immer blutsverwandt. Das ist nicht tilgbar. Dennoch kann man seine Nähe und seine Distanz zur Familie gestalten. Und im äußersten und unerfreulichen Fall kann man auch sagen, ich möchte mit meiner Familie nichts zu tun haben. Bitte ruft mich nicht an, ladet mich nicht ein. Ich werde von mir auch nicht den Kontakt zu euch suchen. Das ist traurig, aber möglich. Manche Menschen argumentieren und sagen, dass sie für ihren Glauben ja die Kirche nicht brauchen. Wer so spricht, hat jedenfalls aus katholischer Perspektive nicht verstanden, was Kirche sein will und zu sein beansprucht. Kirche ist nicht, also nach kirchlichem Verständnis, nicht eine Erfindung späterer christlicher Generationen, sondern geht wirklich auf Jesus zurück. Zwar wird zu Recht gesagt, dass der Geburtstag der Kirche das Pfingstfest sei, also nicht zu Lebzeiten Jesus stattgefunden hätte. Aber der Kern ist durch Jesus gelegt. Worin besteht er? Jesus hat 12 Apostel um sich geschart, dazu Männer und Frauen, die ihm gefolgt sind und denen er gemeinschaftliches Leben beigebracht hat. Jesus wollte von Anfang an, dass die, die an ihn glauben und mit ihm gehen, einander aushalten. Die 12 Apostel sind ja ein erstaunlich illustrer Haufen. Da findet sich Matthäus, der Zöllner, und Simon, der Zelot, also zwei vom politisch extrem konträren Seiten. Und die sollten zusammen leben, gehen, glauben und verkünden. Das ist mit Kirche gemeint. Dass konkret wird das, was Jesus verheißen hat. Durch den Heiligen Geist werden sehr unterschiedliche Menschen fähig, einander anzunehmen, einander zu lieben, wie wir in der Kirche sagen. Es ist also Konkretisierungsort des Glaubens an Jesus. Das möchte Kirche sein. Wie soll sich Kirche gegenüber ausgetretenen Menschen verhalten? Ich glaube, hier muss sie zwei Dinge berücksichtigen. Auf der einen Seite Respekt vor der Autonomie jedes Menschen. Wenn jemand aus der Kirche austritt, ist das zu achten, auch von der Kirche. Und man darf diesen Menschen dann nicht auf die Nerven gehen. Auf der anderen Seite muss Kirche auch Interesse haben an allen Menschen, auch an ausgetretenen Menschen. Sie nicht einfach abschreiben, sondern bereit sein zur Begegnung mit ihnen. Am häufigsten geschieht das im Umfeld von Sakramentenspendungen oder von Todesfällen. Dann gibt es immer wieder Anknüpfungspunkte. Und da ist es wichtig, dass Kirche dann mit offenen Händen und ohne Ressentiments auf ausgetretene Menschen zugeht, zugleich aber auch deren damaligen Schritt respektiert, mit dem sie sich von der Kirche distanziert haben. Also nicht vereinnahmen, auch nicht abschreiben, sondern in einer Ernsthaftigkeit im Gespräch bleiben. Was bringt Kirche? Da bitte ich immer, darauf zu schauen, nicht nur, was habe ich selbst davon. Also, wann habe ich eine Taufe im Familienumkreis, ein Begräbnis, eine Hochzeit? Sondern auch zu schauen, wie bewerte ich den gesellschaftlichen Mehrwert davon, dass es Kirche bei uns im Land gibt? Denken Sie an die Einrichtungen von Caritas, von Schulen, von Krankenhäusern. Aber auch den Mehrwert, den Kirche bietet, dadurch, dass es so etwas wie Übereinkünfte gibt in Sachen von Ethik, von Lebensrhythmus, von Feiertagen. Alles das sind Mehrwerte, die die Existenz von Kirche bietet.
Natürlich kommt auch der umgekehrte Fall vor, dass Menschen um Wiederaufnahme in die Kirche bitten. Ich erinnere mich an meine Zeit als Pfarrer. Da kam ein 80-jähriger Herr zu mir und hat gesagt, ich bereue es so, dass ich seinerzeit aus der Kirche ausgetreten bin. Ist es möglich, wieder zurückzukehren? Natürlich ist es möglich. Wir haben eine kleine Feier gemacht mit dem Glaubensbekenntnis und ich habe ihn wieder in die Kirche aufgenommen. Und es war für mich eine Freude zu sehen, welchen Frieden und welche Freude dieser Herr hatte, wieder in der Gemeinschaft zu sein. In der Gemeinschaft derer, die Jesus Christus bekennen, ihm nachfolgen wollen und sich auch einander zumuten. Ich selbst bin wirklich dankbar, dass ich in der Gemeinschaft der Kirche leben kann, auch wenn es nicht immer einfach ist, aber es ist es wert. Und was sind eure Gedanken zu diesem Thema? Fragen, Anregungen, Kritik, Weiterführendes sind herzlich in den Kommentaren willkommen. Und wenn es gefallen hat, abonniert doch bitte unseren Kanal.